Verleumdung. Boy George hat angeblich behauptet, wir waren miteinander im Bett, wir waren ein schwules Paar und das will der Kollege nicht auf sich sitzen lassen. Er stehe nämlich gar nicht auf Männer. Frank Kohls mit den Meldungen. Der schrille Sänger hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der Justiz. Wegen Heroinkonsums musste er bereits 1986 vor Gericht erscheinen. Damals kam er mit einer Geldstrafe von 800 Mark davon. Zur Verhandlung stand ihm seine Mutter bei. Vor 3 Jahren hatte er eine Vaterschaftsklage am Hals. Die hat Boy George aber erfolgreich abgewehrt. Die Richter glaubten ihm, dass Frauen ihn nicht interessieren. Denn schon Anfang der 80er outete sich der 36-Jährige. Damals waren seine Hits wie Karma Chameleon in allen Charts. Im Gerichtsstreit mit seinem angeblichen Geliebten steht das Urteil noch aus. Wir halten Sie auf dem Laufenden.